geht ab. Ich habe einfach noch angefangen, Zigaretten zu rauchen seit ein paar Monaten. Ja, so eine Scheiße. Ich muss damit aufhören. Habt ihr Album reingehört? Nur für dich? Ich hoffe doch. Sunset ist mega. Alina 361. Thank you! Ich steige in ein Taxi ein. Ich frage ihn nach Ladekabel. Und dann kann ich live bleiben. Bro, ich probiere kurz dieses Ladekabel, ja? Oh. Blum. Oraya kablo koymuştum altına ya. Aynı. Beyazını. Ya. Ver onu geri takayım. Was sind eure favorite tracks? Wenn ich schon durchgehört habt innerhalb 15 Minuten, 16 Minuten. Dene be. Oldu mu? Letmiş, hadi be. Vallahi. Vallahi dur bekledim. Sen şundan bir deneyim. Ya. Tamam. Şunu kapı yak ya. Danke bro. Sen hiç sigaran ya da atma. Tamam. Ya alles gut. Danach lass einfach rumfahren. Ist Bescheid. Habt ihr Fragen? Kann ich euch Fragen beantworten? Ist ein bisschen dunkel gerade. Dieses Licht ist zu viel. So vielleicht. Was soll passieren auch? Unnormal. Box kommt heute. Yes, Boxen sind raus, werden verschickt. Danke an alle, die nur für dich Box gekauft haben. Stay high bis zum Tod, ihr wisst Bescheid. Hilz liegt immer noch rum. Wir sind gerade am Überlegen, was wir damit machen. Hat zu dem jetzigen Album nicht so gut gepasst, aber Hills würde ich auf jeden Fall noch irgendwann droppen. Vor allem, wenn ihr das unbedingt wollt. Zweifel ist krank. Soll ich ein, zwei Leute annehmen, live gehen mit jemandem? Wisst Bescheid. Bro, kannst du hier das Album anmachen? Nein, wa? Ja, klar. Ich muss erst mal verbinden hier. Warte. Bluetooth açık mı senin? Stay High Tour 2021 fix an sich. Ja, aber März, April, keine Ahnung, was da mit Corona ist, ja. Ob das dann zustande kommt. Findet er, während er angeschlossen ist auch? Ja, ja, das kennt ihr noch. Ama dur be. Emin misin, açık mı? Aynen. Açık. Oder direkt über Kabel? Über Audio. Direkt über Kabel, sagst du ja. Olmadı benimkini açarız mı Jessica? Was geht ab? Der Halb ist zum Tod. Hast du Album reingehört? Ja, normal. Ich schwöre, ich hab mich so gefreut, ne? Danke dir, Bruder. Ich hab mir das vorbestellt, kommt ja morgen an, ne? Bombe, Bro. Was soll passieren, ist so geil und ich hab noch eine Frage. Ja, Bro. Dingsi, was ist eigentlich mit Verlust passiert? Also wann kommt das und so? Kommt das noch? Verlust, welcher war Verlust, Bro? Ja, das war, glaube ich, im Studio und so. Also zwischendurch, glaube ich. Nicht Keine jeder, Mensch, nicht jeder, den du verlierst, ist ein Verlust. Ja, ich hatte so wenn du aus meinem Leben bist, ein Muss, ja, nicht jeder, den du verlierst, ist ein Verlust. Erinnern.
Sag Ja, nicht dein. genau das. Ich schwör, ich hab so Denn Ohrwurm sie waren bekommen. viel zu lange schlechter Einfluss, ja, stay high. Der ist Ja, hart, eigentlich ist was der hart, versteht der ihr ist nur nicht? so, keine Ahnung, ich habe nur so Skizze gemacht, so einen Tag hatte so Stimmung, Bruder. Mal gucken, ob der kommt, vielleicht auf dem nächsten Album, aber der liegt, Ja, glaube ich, nur rum. nein, nein, Ich der war küsse dein cool. Herz, Bruder, schönen Abend noch, gute Nacht. Ich dein Sohn, ja, danke schön, dass du angenommen Danke hast, ne? dir, Ich Bro, küsse danke alle. auch, Bro, danke, Mann. Hau rein, hau rein. Stay high, bis zum Tod, Bro. Ist Bescheid. Wo mal der Aufzug? Ist egal, Bro, Kafana geht, fahr einfach rum. Halbe Stunde, Saat hat schon mal, Açayım ja. Alla tabi, ne? Senin için de engel etmeyecek. Alles gut, alles gut. Işık neden açık ya? Kapıyı kapatsın. Vallahi açık, niye açık, ben açtım diye. Ha sen Sen aç. demiş Ah kardeş. Sen so. keyfedir. Alles gut Tamam. kankim. Ne diyeyim lan? Vallahi kafana göre fayda sokum. Olimpiya şardım kudan. Kalk. Asaksın. Olimpiya Niyesin? şardım. Niye dedin? Weil ich kein Akku hatte, ich bin Taxi eingestiegen, damit ich Handy aufladen kann und beim Rumfahren jetzt. Okay, Fahrer, ich kenne ihn so, wir haben uns schon ein paar Mal gesehen. Du weißt Bescheid. Wie wird das nächste Album? Wie soll das nächste Album werden? Ich stelle mal direkt eine Gegenfrage. An dem Tag, wo mein Album rauskommt, reden wir über mein nächstes Album. Wie soll das nächste Album werden? Sag mal. Alter, gidek mi zum Sehen? Wie du willst, Bro. Vallahi ich hab Çünkü Zeit. orası sağlam yer biliyor Evet. musun? O yüzden. Sen istiyorsan yani. Easy, Tamam. easy. Hey, du A2. Ich bin drei Berliner. Ich bin drei Berliner. Du meinst, ich bin vier Berliner. Yes. Wollt schon härter. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, es wird härter. Definitiv. So im Sinne von auch Trap-mäßiger so. Was auf den Album ja trotzdem irgendwo der Fall ist bei den Beats und so, aber vom Inhalt und bla, von der Delivery, die ihr ja schon vielleicht mitbekommen habt. Hartes Street Trap Album, 808 mit mehr Army Vibes, ich bin für Berliner. Herzlichen Glückwunsch zum Release, danke Stefanie CM. Feature mit Anzu. Ich hab mal mit ihm telefoniert, ich hab mal mit Anzu telefoniert, auch so gecheckt, was bei ihm geht und so. Wie ist dein Lieblingslied von mir selber? Was ist dein Lieblingslied von mir selber? Das ist schwierige Frage, Bro. Was ist mein Lieblingslied von mir selber? Das ist schwer. Oder eine Sache küsse ich deine Stirn, ja. Das Weißt du stimmt. was? Das stimmt. Hani allein seine Beschreibung war ja senin. Bist du allein? Beşiktaş'ı Aynen, çevirdin ya. Vallahi dedim tamam Beşiktaş'taydın. dedim ya. Yarım saatte gelir miyiz geri buraya? Yarım saate. Das ist weit, ha? Das ist Ya da o zaman. nasıl bileyim? O zaman burada Seyahat mı ayağı. kalalım? Tamam. Feature. Olimpiyat Şardım'a gidelim o zaman. Tamam. Tamam. Aynen bu Murat Tamam. uzak değil. Slime UFO361, nimm mal an, Bro. Dein Name gefällt mir. Oder nur UFO! dein. Oh, Slime UFO361, Was was geht geht? ab? Ey, Nix, Bro. UFO! Yo. Was geht? Was geht, Bro? Album Release, hast du schon reingehört? Ja, Mann! Fühlst du? Ganz gut, Alter! Freut Beste mich, Bro. Album! Ich danke dir, Bro. Hey, eine Frage, wann kommt Hills? Hills, Bro, vielleicht noch dieses Jahr, aber der liegt rum. Ich überlege, ich will noch ein bisschen was an dem Song machen. Vielleicht noch ein Feature raufholen. Habt ihr eine Idee, wen man auf Hills noch raufholen könnte als Feature? Boah. Ja, schreibt in die Dings, Comments hier. Woher kommst du? Aus München. München, okay, nice. Hast du mal meine Fanpage angeguckt? Noch nicht, Bruder, aber mach, ich habe mir den Namen gemerkt auf jeden Fall. Slime UFO Okay. 361. Kommt mal wieder was mit Kapi, so Power 2.0, sowas? Wäre eigentlich nicht verkehrt, oder? Ja, Mann. Power 2.0, so, oder? Waren schaffen Zeiten. Ich soll fragen, ob du UFO Dada Fanpage grüßen kannst. UFO Data, was? UFO Dada Fanpage. UFO Data Fanpage, liebe Grüße, Slime UFO 361. Liebe Grüße an alle Fanpages, an alle Supporter, ihr wisst Bescheid, der Herr bis zum Tod. Zusammen sind wir Boah, einfach ich bin endlich mal live unfassbar. mit UFO, Alter. Ja, man sieht Scheiße, dich Mann. nicht. Auf Dunkelbasis.
Ich chill gerade, ich Ja, komme echt normal, nicht Digga, klar auf spät den nachts und dann Mann. bist du voll cracked vor die Kamera. Bis dann, Bruder Herz, pass auf, ciao, Bis lauf gut. dann. Hau rein. Killer Team. Schön, schon hier ausgehauen. Er hat einfach, ich nehme jetzt noch einen. Stay high, Reza 361. Oder UFO Data Fanpage, komm, ich nehme den jetzt. Ich glaube, ich kenne Seite, ja, aber ich habe Ja? das gehört. Ja. Gibt viele Fanpages, ja. Okay, jetzt. Was geht ab? UFO Data Hallo? Fanpage. Ja. Hallo. Hallo? Was geht denn, Bro? Ja, nicht viel bei dir. Ich bin unterwegs, Album Release, fahr durch Berlin, Taxi. Ja. Auf gute Kopf. Ja, ich komme gerade gar nicht klar. Sag was, stell mir irgendeine Frage, Bro. Ja, also ich wollte die ganze Zeit wissen, wann Hills kommt, aber habe ich jetzt schon gehört. Okay. Wollt ihr den unbedingt? Ja? Ich hab den so. Wir haben den letztes Jahr irgendwann, als wir Wave gemacht haben, waren wir in Ja. Barca in so einem Haus auf den Bergen. Und da haben wir den so gemacht mit den Crates. Ich wollte den eigentlich damals direkt raushauen. Aber irgendwie liegt der jetzt seitdem rum. Keine Ahnung, Alter. Mehr. Aber ich schick den Fanpages den Song vor Release einfach so einen Dropbox-Link. Tamam? Boah, wär heftig, ja. Das wäre heftig, oder? Ja. Ja, Mann, irgendwas muss ich euch dann noch zuzüglich dazugeben für euren Support. Ja. Oder nicht? Es Ich gibt habe noch eine einfach. Frage. Du Ja, hast ja Bruder. gesagt, du hast noch einen Song mit Gunner rumliegen. Kommt der auch noch? Ich habe zwei Tracks mit denen rumliegen, aber aktuell sind die einfach irgendwie unerreichbar. So Management von dem und so, keiner antwortet. Vielleicht sind die irgendwie überfordert mit ihren eigenen Sachen oder keine Ahnung. Deswegen glaube ich eher, dass es aufs nächste Album kommen wird. So, aber sind auf jeden Fall harte Tracks. Also einer ist übertrieben heftig. Den will Ja. ich auf jeden Fall releasen, Alter. Ja, Mann. Okay, Bro, mach den schönen Abend. Ja, dir auch. Danke für alles, Bro. Ja, danke, ciao. Er ist so schüchtern, sehr redet Ja. nicht. Killer, ja. Wen gibt's noch? Gibt es noch mehr Fanpages? Beatkan361 ist auch mein Bro. Beatkan kenne ich doch, ist mein Bro. Beatkan361 auch harter Supporter. Nimm an, Broski. Ich sehe dich nicht, aber wo du alle auf dunkel warst. Schau, Nein, chillig, nein, ja. onların ki de. Ja. Nein, mein ist okay. Bak şimdi daha iyi Ufuk oldu. Bitti, abi. was geht? Nichts bei dir, ja? Vallahi nichts, Bro. Wie Album geht's so, Release, ja? weißt du. Alles gut. Da ist der Player. Er ist größter Supporter, Birkan, valla Bruderherz. Am Dankeschön, Killer, Bruder. Junge. Sag mal, check das Aç, doch. aç, Was machst du auf Koma, war 0:30 Uhr. ja, nichts, ich hab auf Album gewartet. Ja, ich muss sonst pennen. Morgen Homeoffice, weißt du. Okay. Und wie Stell mal geht's irgendeine so? Frage, lass uns quatschen. Boah, ich wollte gerade Alles gut, fragen, Bro. diese nächste Gunner-Lied. Der muss safe aufs Album. Ja, Bro. Also wenn nicht aufs Album, vielleicht sogar vorher schon als Single, so einfach als losgelöste Single, aber wie gesagt, ja, diesen Management haben Film gerade. Danke, Bro. Ja, du hast Eins. mal hier gefragt, auch Feature mit Frauen. Was Mit hältst du wem? von Juju? Mit Juju. Ach so, mit Juju haben wir auch eigentlich was vorgehabt. Ist nur nicht dazu gekommen. Wir wollten ein, zwei Sessions machen, aber irgendwie zeitlich hat es nicht geklappt und so, du weißt doch. Aber ich denke, da kommen wir noch irgendwann zusammen. Feierst du? Mal wieder neu. Safe. Safe. Paar Lieder von der ging. Oder Celine war auch krass, oder? Emotion Ja, 2.0 wild. Celine ist auf jeden Fall auch Schwesterherz. Richtig cool. Bro, kommst Tag du bald ist wieder hier nach Duisburg oder Düsseldorf? bestimmt, Bro. Boah, Auf wir jeden gehen Fall. safe essen, ne? Du weißt. Müssen wir. Ja, Bro. Bitkan. Ich küsse dein Herz. Nimm noch ein, zwei andere Leute an. Kann ich Ich so hab ein zwei. hier Screenshot machen, Gabi? Hä? Screenshot ab hier mal. Tamam, Broski. Hadi, görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Bitkan is King. Bank kommt, Misbehave Drop. November. Das kann ich auf jeden Fall schon mal verraten. Jetzt Album rausgekommen. Am 5. Montag kommt der Stay High Merch Drop. Diese Top of the Mountain mit diesen Bergen und so, dieser Hoodie. Und so ein paar andere Sachen. Und November haben wir Misbehave Collabo geplant. Ja, Mann.
Dun, 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 dun. Stay high 361 Fam. Warten auf Stay High. Dreh mal an, Broski. Eigentlich muss ich mit Sonu live gehen, ja? Ruf mal alle Sonu, er soll auch dazukommen. Ich nehme Sonu an. Schreib mal alle Sonus 030 auf Insta, er soll kommen, dass wir live gehen zusammen. Er hat einfach einen riesen Beitrag zu dem Album geleistet. Wer Killer. Vielleicht hat er kommentiert. Ist er drin? Sehe ich das? Verbindung wird hergestellt. Abbrechen. Wie finde ich Sonu, Alter? Wenn ich da suche. Er ist nicht drin, oder? Zuschauer? Schade. Ich hab noch Kabatak gehabt, was ich Nein, nein, Yassin, Yassin, der war im Glas rumfahren. Warum? Waren da drin, ja, ja, warum nicht? Genau. Ich hätte wirklich vielleicht sehen, irgendwas Interessantes. Nimm mal Sonu, ruf mal alle Sonu, ja? Der war vorhin drin, scheiße, ich hab das nicht gecheckt. Sonu! Neredesin? Die, die da sind, ist der harte Kern hier. Ja, Bro, das stimmt auch wieder. Komm, die Boxen heute anrufen. Habt ihr Fragen noch an Sonu? Ihr wisst Bescheid, er hat das ganze Album produziert, alle Beats gemacht. Das geht ab, Leute. Sonu, wir rufen ja, Leihreisen für dich. Ich bin einfach Taxi eingestiegen, Bro, weil mein Akku leer gegangen ist. Beste. Ich bin Taxi auf angeschlossen, ich fahre rum, damit ich live gehen kann. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Erzähl mal diese Geschichte, ja, Bro. Dann lass den Bock, wenn nicht ich erzähle. Bruder, ja, einfach, wir laufen gerade den Kudamm hoch, da war ein Auto. Wir sind vier Blöcke gelaufen, er hat jeden Block angehalten, hat die ganze Zeit laute Ufo-Musik angemacht. Wir gucken rein in das Auto, er beachtet uns so nicht. Er hat die ganze Zeit, ersten Block, wir gucken rein, richtig laut. Was hat er gespielt? Ich glaube, Rich Rich. Wir gucken rein, richtig laut, er beachtet uns nicht, als ob wir nicht da sind. Der zweite Block wieder, dritte Block, wir sagen, das kann doch nicht sein. Er macht es wieder, vierte Block, er macht es wieder auf Park. Er kommt raus, wir gucken ihn an, er sagt, ey Ufo, was für ein Zufall. Er guckt mich an, er verfolgt uns eine Stunde und danach tut er so, als wenn wir uns zufällig gesehen hätten. Ach, ist doch so, ja. Er fährt die ganze Zeit hinter uns her, er macht meine Musik richtig laut. Danach irgendwann sagt er, hey Ufo, was für ein Zufall. Dieser, was für ein Zufall ist jetzt der Mann. Ist der Mann auf jeden Fall. Jetzt Grüße gehen raus. Wenn ich mal sage, was für ein Zufall, dann wisst ihr, wovon diese stammt. Was für ein Zufall. Ein Zufall. Er stalkt uns einfach eine halbe Stunde und dann kommt er und sagt, oh, was für ein Zufall, dass wir uns treffen. Was für ein Anstatt einen direkten Wichtiger der Rat. Macht ihr erst die Beats und dann die Parts rüberlaufen oder was? Bei da war das sehr oft so, dass wir erstmal die Vibes, also die Samples gemacht haben und dann hat Ufo drauf geschrieben oder dann sind so, so sind die Songs entstanden und dann haben wir die Drums drauf gemacht. Je nach Vibe, alles unterschiedlich. So kam das dazu. Sonus hast du bei On Time Gunner auch gesehen? Nein, leider nicht, war? Du warst nicht dabei. Nee, die waren in Hamburg. Die wollten eigentlich in Berlin die Session machen. Dann waren wir in Hamburg, war alles spontan, wie ist das? Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall, du Jagd. Kevin Broski. Ich Guten Abend. Dachte, Wave wäre unbeatable, aber nur für dich noch krasser. Hey, thank you. Kommt noch Stay High 3.0. Ich mach direkt 4.0. 10.0 liegt rum. Ich hab den gemacht, aber der ist irgendwie nicht so fett gewesen. Wir haben doch schon Stay High 1.0 bis 12.0 haben wir schon. Habe gestern. Bestellt, kommt Box trotzdem heute. Also ich glaube sogar, die sind heute geliefert worden, wenn nicht sogar gestern. Weil die schaffen noch nicht alles an einem Tag, die fangen schon früher an und so. Manche kriegen früher, manche erst Montag. Irgendwie so, Jungs und Mädels. Wofür kannst du mich retten?
Leon M75, Grüße, Bro. Ja, Juice WRLD Future, Digga. Das wäre auf jeden Fall. Ich habe schon ein paar Mal danach gejagt. So. Ich bin auf jeden Fall ein paar Mal so. Hab die angeschrieben. Wir waren auf einem Festival irgendwo in der Nähe von Wien. Da waren wir in Wien im Hotel. Und da war Juice WRLD auch. Und wir kennen den Produzenten, Schrägstrich, Recording Engineer von ihm, dieser Max Lord von 808 Mafia. Sonu kennt ihn auch gut. Ich habe ihn die ganze Zeit angeschrieben, klär mal Juice WRLD, dies, das. Dann, die haben nicht geantwortet. Auf einmal bin ich im Flur ihnen einfach entgegengelaufen, Bro. Also nicht Juice WRLD, alle dachten Juice WRLD. Diesen Max Lord. Ich sag, Max Lord, mach mal klar, ist so auf Wien, irgendwas. Mit seinem Mädchen. Hat nicht geklappt, der möge in Frieden ruhen, ist auf jeden Fall krasser Künstler gewesen, Alter. Dieses eine Lied einfach Stay High, Bro. Da muss ich 100% ein paar drauf machen. Crazy, Too Alter. many lows in my life. I gotta stay high, I gotta stay high. Tribute, eigentlich ein Tribute, das ist schon krass. Ich hab die Mellow einfach falsch gesungen. Ja, Mann. Können wir uns mal sehen. Auf jeden Fall, wenn die Tour klar geht, inshallah, dann sehen wir uns eh alle. Februar, nee, März, April. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall, dass du ihnen Was für ein Zufall, ey. entgegengelaufen bist. Sag, was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Bitte lass es mal etablieren, ja. Auf Was für alles ein einfach. Zufall. Was für ein Zufall. Passt auch auf alles so. Kann auf Was für ein alles Zufall. Dann machst du ein Lied passen. dazu an. Was für ein Zufall. Wir sind rich, ich hab Cash, dies, das. Was für ein Zufall. Ich Was seh für deine Bilder, Direkt. Was für ein Zufall. Too low in my life. I swear I gotta stay high. I gotta stay high. Too many lows in my life. Too low in my life. Was mit Rin geplant? Yes, mit Rin muss auf jeden Fall noch was kommen. Ihr wisst Bescheid. Lubav ist die Macht. Was für ein Zufall, jetzt wollen wir die schreiben. Was für ein Bruchsack. Zufall. Es Pass gibt auf alles. ein Ort, der heißt Bruchsack. Bruchsack? Ich grüße Was für ein Zufall. Bruchsack. Ja, Mann. So halt, das geht heute noch gar nichts mehr, wa? Jetzt gucke ich hier Kochsendung schon. Ich bin ist Weiterbildung. Morgen alle Tracks in den Charts, was für ein Zufall. Ja, inshallah. Ey, ich habe irgendwas gehört, dass diese Freiwild-Rockband oder so, dass die einfach uns die Eins wahrscheinlich schnappen. Freiwild. Ja, Mann. 1200, ist schon wenig, wa? Das ist nichts. Unsympathisch, nur 1200 Leute, was ist das? Was für ein Zufall. Das wäre ein Zufall, 1200 Leute. Mit Weezy oder Luciano, safe. Kommt was mit Weezy oder Luciano? Weezy hat dieses Album auch nicht mehr geklappt, er hat doch Album gedroppt. Zieht euch das Album rein, ihr wisst Bescheid. Wie hieß es? Weißwein. Und wie hieß es? Weißwein, weißt du noch? Ich hab vergessen, wie es heißt. Weißwein Er hätte es auch gesagt, aber ich habe mich nicht getraut wegen Heartbreaks und wegen Heartbreaks und 808. und Überkrasses Album, ich habe es gestern gehört, das ist richtig crazy. Das ist richtig Geil, geil Mann. gewesen. Ich hab in so mehreren Läden, wo ich war, ich geh Burger essen. Auf einmal läuft das Album. Ich gehe, wo waren wir danach? Wir waren irgendwo noch in einem Café, auf einmal läuft das Album so. Killer. Bro, 1200 nur, weil alle am Hören sind. Wann bist du wieder in Amsterdam? Ist Sonus Türke? Erzähl mal, Sonus bist Türke? Nein, ich bin kein Türke. Ama Sonst Türkçe hätte konuşuyorum abi ya. Tek tek konuşuyorum. aslanım. Moritz, ich bin einfach vorhin Taxi gefahren, ich hab dir das doch erzählt, ne? Wir reden so bla bla, dies, das, Steuern, Meuern, irgendwie kommen wir ins Thema Politik. Der Taxifahrer haut mir einfach raus. Ey, ich will die AfD! Ja, Bro. Sag, okay, so, wähl was du willst, aber Mit Mundgeruch wer hat hätte dir das deinen gesagt. Kopf geschissen, ne? Wer hat dir in dein Gehirn geschissen, ne? So provokant noch so, weißt du? Ja, Bro, wir sitzen drei Kanacken im Auto, er sagt, ich will die AfD.
Ohne Sinn, so ein alter Mann, man, weißt du, man kann ihn auch nicht schlagen. Grüße was Philosoph, Mann. Wir fahren mal kurz in den Wald, ich muss in den Wald. Bruno, weiter. Ich rein, ich muss da was abholen, komm mal kurz mit. Oh Mann, Alter. Was für ein Zufall. Den darf man nicht vergessen, den muss man nicht vergessen. Beste. Alle 5 Minuten einmal sagen. Wir sind Kudamm, wir fahren rum, Bro. Kam auf sinnlos. So, Taxi ist schon auf 26 Euro. Damit mein Akku nicht leer geht. Bro, wir uns in Corona-Krise Taxifahrer unterstützen, Beste. Ja, Bro, safe. Waldorf Astoria. Gedächtniskirche, wir machen Sightseeing-Tour. Wisst ihr Bescheid? Berlin. Ja, Mann. Habt ihr noch Fragen oder irgendwas, Leute? Sonst würde ich auch langsam aufgehen, oder? Produced, Sonus, und es wäre geil, wenn ich jetzt mit UFO reden könnte. Let's fight the 80. Ich küsse dein Herz, Bro. Kommt was mit Bones? Yes! Yes, definitely! Future mit Travis, Future Travis Scott. Fahr mit Taxi nach Wien. Okay! Was für ein Zufall! Ja. So halt, Bro. Noch ein Album. Also Solo-Projekt gesehen mäßig, wenn man jetzt 1, 2, 3 Berliner und mein allererstes Album Ihr seid nicht allein zählt, war es, glaube ich, mein 9. Solo-Projekt, Bro. Warte, Ihr seid nicht allein, 1, 2, 3 Berliner, 4, 808, 5, VVS, 6, was kam nach VVS, Wave, 7, Rich Rich, 8, ja, Nummer 9 einfach, 9. Solo-Projekt, also 3 davon waren Mixtapes, sozusagen. Dann noch SL Collabo Album 10. Was haben wir noch gemacht? Heftig einfach so, Bro. 10 Releases jetzt schon. Nein, 6 Jahren. Unglaublich, Mann. Und genau im Dezember 2020 mache ich genau 10 Jahre offiziell Mucke. Ich habe mein erstes Video damals, diese Heart in the Paint Remix, Dezember 2010, wenn ich mich nicht irre. Kreuz den Finger zu einem W, ruf ich aus dem BMW. Ey! Das war hart in the paint, Bro. Das war auch einfach straight trap, Bro. Straight trap, mein erstes Video, hart in the paint, Walker Flocker, Bro. Egal. Wie ist der Produzent? Der war auch von 808 Mafia, der Lex Luger, Lex Luger. Lex Luger war auch 808 Mafia, oder? Ja. Ja, Bro, mein erstes Video einfach 808 Mafia, Lex Luger, Trap Shit. Was für ein Zufall! Was für ein Zufall, einfach Trap. King, ja, was du ausgepackt hast. Just do it. Just do it. Schleichwerbung. Alles gut, Jason. Alles geil? Alles killer, ja, Bro. Wallah, ich muss ihn einmal zeigen. Bester Mann. Ich sitze eigentlich schon mal hinten bei Taxi, wie so komische Fahrer und so. Aber jetzt sitzt vorne, er ist gechillt. Ja, Leute, das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Ihr wisst Bescheid, nur für dich ist draußen produziert von meinem Bro Somos. Wo? Beste. Der Halb ist zum Tod. Gebt euch auf jeden Fall das Album. Ja, Broskis. Danke dir, Bro, für deine Zeit. Danke dir, Broski. Ich liebe euch. Ihr Halb ist zum Tod, ihr wisst Bescheid. Danke, Spotify Modus Mio. Bam! Bam!